Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Das Webinar heute ist das erste Webinar einer Reihe von Webinaren zum Thema Batterien. Bereits morgen folgt das nächste Webinar zur Normungslandschaft von Batterien und am 4.4. werden wir über die wirtschaftlichen und ökologischen Potenziale von Second-Life-Traktionsbatterien berichten. Beide Webinare sind zur gleichen Uhrzeit um 16 Uhr wie heute. Im heutigen Seminar oder Webinar mit dem Titel Warum Lithium-Ionen-Batterien werden die Vorteile von Lithium als Aktivmaterial in Batterien dargestellt und dies auch im Vergleich zu anderen verwendeten Batteriesystemen und Batterienchemien veranschaulicht. Dazu begrüße ich den heutigen Referenten zu diesem Thema, Moritz Vogel. Hallo Moritz. Moritz Vogel ist seit 2013 Mitarbeiter im VDE in der Abteilung Technik und Innovation und beschäftigt sich dort mit dem Thema Elektromobilität. Und habe dann in den Ingenieurwissenschaften promoviert, in der Lasermaterialbearbeitung. Ich habe also in der Vergangenheit auch schon mal an Batterien und Batterieableitern Laser geschweißt. Ich bin nach meiner Promotion zu einem großen Autobauer in Baden-Württemberg und habe dort mit Innovationsthemen zu tun gehabt und über das Thema Elektromobilität bin ich 2013 zum VDE gekommen und dort im Bereich Technik und Innovation in der Begleitforschung zu verschiedenen Technologieprogrammen rund um die Elektromobilität tätig. Vielen Dank, Moritz. Nun noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Mein Name ist Kerstin Sann. Ich werde heute Ihre Moderatorin sein. Ich selbst bin Mitarbeiterin im VDE in der DKE und dort unter anderem für die Normung von Batterien zuständig. In meiner Funktion als Moderatorin werde ich Sie auch heute durch diese Veranstaltung führen. Das Webinar besteht aus etwa 20 Folien und wir planen etwa 40 Minuten Dauer dafür ein. Bevor Moritz mit dem Vortrag loslegt, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise an Sie. Sie sind während unseres Webinars stumm geschaltet. Das hat den Hintergrund, dass wir Störgeräusche vermeiden wollen. Sie können und sollen natürlich trotzdem mit uns kommunizieren und wir freuen uns, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen. Dazu nutzen Sie bitte die Fragen- und Antwortfunktion, die Sie rechts in Ihrem Bildschirm sehen. Hier können Sie Fragen direkt an uns richten. Wir werden diese Fragen dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese Stellen beantworten, oder wir heben die Fragen, je nachdem, wie es passt, bis zum Ende auf. Das werde ich dann intuitiv entscheiden. In jedem Fall wollen wir aber heute versuchen, alle Ihre Fragen zu beantworten. Im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne noch von Ihnen wissen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Dazu wird am Ende automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie herzlich bitten, teilzunehmen. Denn wir möchten Ihnen auch in Zukunft Mehrwerte bieten und die Webinare optimieren und sind daher sehr an Ihrer Meinung interessiert. Weiterhin werden wir Ihnen im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Sollten Sie also die Folien nicht vollständig erfassen auf den ersten Blick, können Sie sich hinterher alles nochmal ansehen. Genau. Bevor ich jetzt aber dann an unseren Referenten übergebe, möchte ich noch etwas über Sie erfahren. Damit wir wissen, mit wem wir es hier heute zu tun haben, dazu nutze ich die Umfragefunktion. Da öffnet sich gleich eine Umfrage rechts in Ihrer Anwendung, wo wir Sie bitten, aus drei Antwortmöglichkeiten die richtige Antwort rauszusuchen. Die Umfrage habe ich jetzt gestartet. Wir würden hier gerne von Ihnen erfahren, ob Sie sich bereits mit der Funktionsweise von der Lithium-Ionen-Batterietechnologie beschäftigt haben. Da haben wir die Auswahlmöglichkeiten ja, intensiv, ja, ein wenig und nein. Das zeigt uns dann, ob wir vielleicht auf bestimmte Dinge genauer eingehen müssen im Webinar. Man sieht jetzt schon, dass der Großteil der Teilnehmer hier sich ein wenig
bereits mit der Lithiumtechnologie beschäftigt haben, mit der Funktionsweise. Es sind doch sehr wenige, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Die Umfrage läuft jetzt noch 15 Sekunden, wobei schon einige der Teilnehmer, der Großteil der Teilnehmer eigentlich auch teilgenommen hat. Und ja, also der Großteil hat sich ein wenig mit der Technologie beschäftigt, mit der Funktionsweise beschäftigt. Es sind auch einige dabei, die sich schon intensiv damit beschäftigt haben und nur sehr wenige, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, etwa 18% hier der Teilnehmer. Das heißt, wir haben hier ein sehr durchmischtes Wissen unter den Teilnehmern und sind gespannt, ob wir sie alle abholen können im Verlauf des Webinars. Ich habe damit zunächst alles gesagt und übergebe jetzt an Moritz Vogel. Ich freue mich auf ein spannendes Webinar. Ja, danke. Dann starte ich jetzt mal. Wie eingangs erläutert, ist es ja ein Auftakt zu einer Serie von 3 Vorträgen oder 3 Webinaren. Und dieses hier legt sozusagen die Grundlagen, ist ein Grundlagenseminar zu dieser Technologie. Und das Ganze basiert im Prinzip auf einem Vortrag, den ich im Rahmen der Begleitforschung zu einem Technologieprogramm IKT für Elektromobilität 2 gegeben habe. Da war das so, dass sich die ganzen Projekte irgendwie mit Elektromobilität beschäftigen und damit der Umrüstung von Fahrzeugen und auch der Anbindung von Fahrzeugen an Heimspeicher und der Vernetzung dieser Fahrzeuge und dass all diese Projekte natürlich sich irgendwie mit Lithium-Ionen-Technologie befassen müssen, aber die Projektteilnehmer nicht unbedingt Experten auf dem Gebiet sind, aber technisch versiert. Das war so ein bisschen der Hintergrund der Teilnehmer damals. Und ich glaube, das passt vielleicht auch hier ganz gut. Ich möchte in dem Folgenden erst noch mal kurz was zum Aufbau und Funktionsweise der Zelle sagen und dann eben auf die Frage eingehen, warum nimmt man Lithium? Warum gibt es so viele verschiedene Aktivmaterialien, Batteriechemien? Wie sind diese ganzen Meldungen, wenn man die Szene verfolgt, zu verstehen, wo jeden Tag irgendwelche Durchbruchsmeldungen kommen und Verbesserungs- und mögliche Vorschläge, wie ist das Ganze einzuordnen? Was ist dafür sozusagen die grundlegende Basis? Und ganz am Ende möchte ich Ihnen auch noch mal ein bisschen zeigen, wie sich die Zellen der Vergangenheit entwickelt haben und ja, mich eigentlich auf ein zukünftiges Materialsystem kurz beschränken, nämlich Lithium-Luft, was dann sozusagen das bisschen das Ende der Fahnensteine dieser Technologie darstellen würde. Ja, fangen wir mit dem Aufbau der Zelle an. Hier mal eine schematische Darstellung. Sie haben in der Regel 2 Ableiter, in der Regel Kupfer und Aluminium. Auf diesen Elektroden sind Aktivmaterialien oder Wirtsmaterialien aufgebracht, in denen das Lithium eingelagert ist. Das Lithium gibt dann beim Entladen der Batterie ein Elektron ab, das sozusagen einen externen Verbraucher antreiben kann und das positiv geladene Lithium-Ion wandert durch den Elektrolyten, durch den Separator hin zum, zur, in dem Fall LMO-Elektrode, wo es dann wieder ein Elektron aufnimmt. Damit ist der Stromkreis geschlossen. Der Separator dient dazu, dass es keinen internen Kurzschluss gibt und die Batterie überhaupt erst funktionieren kann oder die Zelle überhaupt erst funktionieren kann. Der Elektrolyt ist für den Transport des Lithiums zuständig. Es gibt verschiedene Aktivmaterialien, auch verschiedene Separatoren und Elektrolyte. Immer gleich ist, dass wir Lithium-Ionen hier transportieren und die erste Frage ist, warum ist es so? Warum ist Lithium so ein gutes Material? Das werden wir uns im Folgenden angucken und Sie sehen hier an der schematischen Darstellung noch eine sogenannte Solid Electrolyte Interface und auch eine Conducting Interface. Das sind einfach Phasen, die sich an den Elektroden mit im Zusammenspiel mit dem Elektrolyten bilden. Wenn man geeigneten Elektrolyten hat, sind diese Phasen auch stabil und sorgen dafür, dass die Batterie lange lebt. Es hat sehr viel mit der Zellalterung zu tun, damit dass das gut funktioniert.
und dass die Ionen eben durch diese Phase hindurch laufen können, Elektronen eigentlich aber nicht. Warum Lithium? Wenn Sie mal weit zurückdenken, dann haben wir alle mal gelernt, das Periodensystem der Elemente. Und wenn man da anfängt mit dem leichtesten Element, Wasserstoff und dann Helium und dann sind wir schon beim Lithium, dann sieht man so, unter unseren Normalbedingungen ist Lithium einfach der leichteste Feststoff, den es gibt. Und wenn Sie sich weiter erinnern, dann wissen Sie vielleicht noch, dass man aus der ersten Gruppe im Periodensystem, dass diese Elemente gerne ein Elektron abgeben, um dann eine Edelgasschalenkonfiguration zu bekommen. Das heißt, das Lithium ist sehr leicht und gibt eben auch gerne ein Elektron ab. Beides ist eben für die Funktionsweise der Batterie entscheidend. Also wir haben hier die höchste Kapazität pro Gewicht, also wir haben die höchste Anzahl an Ionen pro Gewicht in einem Festkörper und wir haben ein sogenannten Standardpotential, eine sehr, sehr hohe Spannung. Das zeige ich Ihnen gleich auf der nächsten Seite. Ja. In Primärbatterien kann man auch reines Lithium verwenden. Da gibt es dann eine reine Lithium-Elektrode. Primärbatterien sind einfach Batterien, die Sie einmal entleeren und danach entsorgen müssen. In allen anderen Akkumulatoren, wieder aufladbaren, reversiblen Prozessen müssen Sie das Lithium einbetten. Das ist nämlich der Krux an der ganzen Sache. Sie sehen hier unten noch ein paar Redoxpaare aufgelistet und Sie sehen auch hier Lithium mit minus rund 3 Volt hat das höchste Standardpotential. Das heißt, Sie können eben mit Lithium plus und Lithium ein sehr hohes Potential erzeugen. Das heißt, eine hohe Spannung in einer Lithiumzelle erzeugen und da ist auch das Lithium das ideale Element. Wenn Sie aber reine Lithiumelektroden verwenden würden und so eine Batterie wieder aufladen würden, dann ist die Gefahr groß, dass sogenannte Dendrite entstehen. Ich habe Ihnen hier mal ein Bild aus einem Nature-Artikel beigefügt. Das sind so baumartige Gewächse, die sich dann auf den Elektroden ablagern. Das heißt, es wird nicht eine schöne Elektrode, sondern es kommt eben zu diesen stacheligen Strukturen. Und diese Strukturen können eben den Separator durchbohren und damit kommt es zum internen Kurzschluss. Und der Gefahr auch, dass die Zelle dann letzten Endes sogar abbrennt. Und daher ist es sehr wichtig, dass man das Lithium in ein Wirtsmaterial einbettet, wo es sich beim Wiederaufladen der Batterie eben auch wieder schön einlagern lässt. Es gibt weitere Anforderungen an so eine Zelle. Eine hat man schon genannt, man will natürlich eine hohe Spannung zwischen den Elektroden erzeugen. Das heißt, das Elektrodenpotential sollte möglichst groß sein. Dann wollen wir in vielen Anwendungen, dass man sehr hohe Ströme mit hohen Strömen laden oder entladen kann. Das hat mit der Oberfläche der Elektroden zu tun, die müssen sehr groß sein. Man will natürlich eine hohe Kapazität haben, das heißt die Speicherfähigkeit dieser Wirtsmaterialien für Lithium-Ionen beziehungsweise Atome sollte möglichst groß sein. Wir wollen natürlich eine lange Lebensdauer und eine hohe Zyklenzahl dieser Zellen. Das heißt, Volumenänderung dieser ganzen Materialien sollte möglichst gering sein bei verschiedenen Beladungs- und Belastungszuständen. Es sollten sehr temperaturstabil sein, um dann letzten Endes auch sicher zu sein. Ein wichtiger Faktor ist in dem Fall hier nicht aufgezählt, weil ich den nicht näher im Folgenden beleuchten will. Das ist der Preis, das ist natürlich für die Anforderungen oder verschiedene Anwendungen auch sehr wichtig. Aus diesen unterschiedlichen Anforderungen an eine Zelle resultieren eben auch unterschiedlichste Anoden- und Kathodenaktivmaterialien, aber auch unterschiedliche Separatoren in Elektrolyte. Es gibt nämlich sozusagen nicht die Ideallösung. Es gibt Materialien, die sind sehr sicher, aber haben keine hohe Kapazität oder können sehr hohe Ströme ab, aber leiden wiederum an der Kapazität oder haben eine hohe Kapazität und eine hohe Sicherheit und dafür keine so hohe Spannung. Das ist sozusagen, letzten Endes hängt es an der Anwendung, welche Zellchemie am besten geeignet ist. Aber mal grundsätzlich diese unterschiedlichen Anforderungen durchzugehen, das ist jetzt auf den folgenden Folien dargestellt. Zum einen die Zellspannung. Die Zellspannung resultiert einfach aus der Differenz der Elektrodenpotenziale. Hier sind mal in der Grafik unterschiedliche
angegeben. Wir haben bei der negativen Elektrode standardmäßig in den letzten Jahren ein Graphit gehabt, wo man das Lithium einbettet. Und bei der positiven Elektrode, da hat man eine ganze Reihe von Mangan- und Kobalt-Verbindungen, Oxiden, die alle ein ähnliches Potenzial haben. Ein bisschen raus fällt das Lithium, Eisen, Phosphat, glaube ich. Das hat eine niedrigere Spannung, damit können Sie nur eine niedrigere Spannung erzeugen. Allerdings ist es ein sehr sicheres Materialsystem. Kommen wir schon zur Energiedichte. Hier in der Grafik aufgezeigt ist mal die Energiedichte in Wattstunden pro Liter gegenüber der Energiedichte in Wattstunden pro Kilogramm. Also Sie haben eine gravimetrische und eine volumetrische Energiedichte. Wenn Sie jetzt ein elektrisches Auto mit einer Batterie betreiben wollen, ist es natürlich wichtig, dass das Batteriepaket möglichst klein ist, ja, dass das Volumen aber auch eben möglichst leicht ist. Dann auf das Gewicht bezogen, weil Sie die ganze Batterie ja mit rumschleppen müssen. Wenn Sie stationäre Anwendungen haben im Hausspeicher oder sowas, ist vielleicht das Gewicht weniger entscheidend dafür das Volumen. Wichtig an der Grafik ist mir eigentlich nur ganz unten, sieht man unten links Lead-Acid, also Bleisäure-Batterien, dann Nickel-Cadmium und Nickel-Metall-Hydrid-Batterien. Da kommt auch schon das Lithium-Eisen-Phosphat, was ich vorhin schon erwähnt hatte, das ist ein bisschen Besonderheit. Aber dann eben viele Lithium-Ionen-Chemien, Lithium-Polymer-Chemien, Lithium-Polymer, das ist einfach das ist der Elektrolyt in Polymer, aber auch Lithium-Ionen-Batterien sozusagen. Was auffällt, ist einfach, dass hier die Lithium-Ionen-Technik der Bleisäure-Technologie oder auch Nickel-Cadmium weit überlegen ist, wenn es darum geht, viel Energie in kleinem Volumen und mit niedrigem Gewicht zu speichern. Warum diese Materialien unterschiedlich sind oder sehr unterschiedlich sein können, ist auch da rechts noch angedeutet, zum Beispiel das Lithium-Eisen-Phosphat. Da wird das Lithium in so Kanälen eingespeichert, also sozusagen in einer eindimensionalen Struktur. Sie können das sehr schnell laden und entladen und die Struktur ist sehr stabil. Wenn Sie das ganze Lithium rausladen, bleibt die Struktur stabil. Es gibt dann 2D-Schichtstrukturen, die sind einfach nicht ganz so stabil. Wenn Sie da alles Lithium rausladen, kann es sein, dass die Struktur halt mit der Zeit über die Zyklen langsam zerstört wird. Oder es gibt eben 3D-Spinellstrukturen, wo eben zwei Gitter, ein Lithiumgitter und eben ein anderes Material ineinander verschachtelt sind. Gibt es eine Frage? Genau, Moritz, hier gibt es eine Frage. Kannst du etwas dazu sagen, wie sich die Redox-Flow-Technologie hier einordnen würde, also wie dort das Verhältnis wäre? Oh ja. bezogen auf die Energiedichte, ich fürchte an der Stelle, muss ich passen. Weißt du das, Kerstin? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Es hängt dort, denke ich, auch sehr stark von den Materialien ab und der Menge an Volumen, die man dort nutzt. Ich kann es jetzt aber auch nicht spontan direkt hier in diese Grafik einordnen. Das müssten wir nochmal nachrecherchieren. Das werden wir mal nachdenken. Also der Vorteil von dem Redox-Flow ist ja, dass man die Chemie sozusagen nachladen kann und die Batterie nicht nur elektrisch laden. Das war die Krux, also ein schnelleres Nachladen. Aber wie sich das hier auswirkt, kann ich im Moment nicht sagen. Ja, kommen wir schon zu der nächsten Anforderung, Hochstromfähigkeit. Das ist so, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie ein Power-Tool, irgendwie einen elektrischen Bohrer oder sowas betreiben wollen, dann müssen Sie eben schnell viel Leistung aus der Batterie ziehen oder auch wenn Sie ein Hybridfahrzeug mit einer kleinen Batterie haben und rekuperieren wollen, dann fließen da eben hohe Ströme. Das ist oftmals so, dass es Zellen gibt, die eben hochstromoptimiert sind. Die haben dann größere, stärkere, dickere Ableiter, dafür weniger Aktivmaterial, entsprechend schlechter ist die Kapazität, aber die Hochstromfähigkeit wird eben besser. Die Hochstromfähigkeit wird oftmals mit der C-Rate angegeben. Wenn Sie eine Zelle haben mit einer Nennkapazität von 200 mA-Stunden, wird immer Milliampere-Stunden angegeben, dann können Sie die mit einer C-Rate eben von 1 eine Stunde lang mit 2000 Milliampere laden. Also dann fließt eben
einen Strom von 2000 mA. Wenn Sie ein halbes C haben, dann können Sie fließen in zwei Stunden 1000 mA und andersrum, wenn Sie eine C-Rate von 2 C haben, also eine höhere Rate, dann fließen halt, dann dauert es eben 30 Minuten, die 2000 mA zu bekommen und in einer Stunde haben Sie dann eben die 4000 mA. Wichtig ist zu wissen, bei hohen Strömen gibt es eben auch eine höhere Wärmeentwicklung, das heißt, Sie müssen Wärme geeignet abführen. Wenn Sie das nicht tun oder die Wärmeentwicklung eben entsprechend höher ist, dann altert die Batterie schneller. Das ist noch unten rechts angegeben. Da hat man einmal einen Strom von 5 Ampere und 10 Ampere Ladung schematisch dargestellt und man sieht einfach, dass die Kapazität über die Anzahl der Zyklen abnimmt. Das ist für unterschiedliche Zellchemien unterschiedlich, aber so prinzipiell ist es einfach so, dass bei hohen Strömen einfach die Kapazität, also die Batteriealterung beschleunigt ist. Reduzieren kann man das mit einem guten Wärmemanagement und eben dickeren Ableitern. Ja. Ein kleiner Nachtrag. Wunderbar, dass wir hier auch Experten im Webinar noch haben. Hier hat ein Experte geschrieben, die Energiedichte von Redox Flow liegt bei 70 Wattstunden pro Liter Elektrolyt. Okay, super. Vielen Dank für die Anmerkung. Dann kommen wir schon weiter. Bei der Lebensdauer ist es so, erstmal wie ist die definiert? Man hat eine bestimmte Spezifikation der Zelle oder Batterie zum Lebensbeginn, zum Auslieferungszeitpunkt beispielsweise. Und man hat dann eine Charakteristikum, die einem sagt, okay, jetzt ist meine Zelle eben nicht mehr weiter nutzbar. Das wird in der Regel einfach durch einen Kapazitätsverlust angegeben. Da gibt es eine DIN-Norm, wo das zum Beispiel über 80% der Nennkapazität definiert ist. Das heißt, wenn meine Kapazität auf 80% der angegebenen Nennkapazität gefallen ist, dann wäre sozusagen das End-of-Life-Kriterium nach dieser Norm erfüllt. In der Praxis ist es eben ganz unterschiedlich. Je nach Anforderungen ist es so, dass Sie vielleicht auch mit 80% der Kapazität noch gut leben können und Ihre Anwendung weiter benutzen können. Also wenn Sie Ihren Akkuschrauber so verwenden wie ich, dann wird man das wahrscheinlich nicht merken. Wenn Sie natürlich auch wiederum das Beispiel eines Elektroautos haben, wenn das natürlich schon 20 und mehr Prozent dann der Batteriekapazität verliert, dann merken Sie das in der Reichweite, die Sie mit dem Auto erreichen können. Diese Lebensdauerdefinition, die kann jetzt über zwei Arten erreicht werden. Einmal kann es sein, dass die Batterie einfach über die Jahre altert, oftmals, weil sie unterschiedlichen Umweltbedingungen ausgesetzt ist, zum Beispiel irgendwelche Notstromsysteme in elektronischen Türschlössern oder sowas. Die haben so gut wie keine Zyklen, weil sie ja nur zum Notfall bereitstehen, aber sie müssen eben Wind, beziehungsweise das Wetter und Temperaturschwankungen aushalten und die altern sozusagen kalendarisch und müssen da optimiert sein, dass sie eben möglichst lang kalendarisch halten. Bei anderen Anwendungen, wenn sie einen Batteriespeicher haben, um irgendwie tagsüber ihre Solarzelle den Strom aus ihrer Solarzelle zwischenzuspeichern und den nachts zu nutzen, dann haben sie praktisch jeden Tag einen Zyklus, dann muss das ganze System natürlich sehr, sehr zyklenfest sein. Das ist die sogenannte Zyklenfestigkeit. Sie können die Lebensdauer einer Zelle sehr stark erhöhen, wenn Sie die Kapazität nicht voll ausnutzen, also keine Vollzyklen fahren. Hier angegeben ist einmal eine Anzahl der Zyklen und ein State of Charge, das heißt, das ist der maximale Ladezustand, also 190, 80 oder 70% und dann farblich unterschieden noch die maximale Entladungstiefe, das ist der Depth of Discharge, also 190 oder 80%. Und wenn wir uns das jetzt angucken, der ungünstigste Fall ist also ein State of Charge von 100% und ein Depth of Discharge von 100%, das ist also ein Vollzyklus, die Batterie wird ganz geladen und ganz entladen. Das ist der erste orangene Balken, oder sind wir bei wahrscheinlich knapp 500, man kann es schlecht sehen auf dem Bild, 500 Zyklen, denen diese Zelle dann aushalten würde, wobei bis eine Restkapazität von 70% erreicht ist. Also nach 500 Zyklen
rund 500 Zyklen hatte die Batterie dann nur noch eine Kapazität von 70% gegenüber der Kapazität, die sie beim ersten Zyklus hatte. Wenn man jetzt aber die gleiche Zelle nimmt und den State of Charge reduziert, zum Beispiel auf 80% und den Depth of Discharge auf 90% reduziert, dann sind wir da bei diesem dunkelgrauen Balken in der Mitte und über 3000 Zyklen. Und wenn ich das State of Charge auf 70% reduziere und die Entladetiefe eben auf maximal 80%, das heißt, da bleiben dann 20% in der Batterie übrig, dann komme ich schon auf 6000 Zyklen. Das heißt, über eine Beschränkung der Kapazität und der Nutzung von Teilzyklen anstelle von Vollzyklen kann ich die Lebensdauer, die Zyklenfestigkeit dramatisch erhöhen. Auch das von Zellchemie zu Zellchemie natürlich unterschiedlich, aber man hat eben einen sehr großen Stellhebel. Ja, es gibt noch eine weitere Frage. Genau, wir haben hier eine Frage, wie denn ein Zyklus definiert ist. Okay. Also ein Vollzyklus meines Wissens ist tatsächlich einfach Batterie vollladen, bis die maximale Kapazität, die Nennkapazität ausgeschöpft ist und dann die Batterie entladen bis zur Ladeschlussspannung und das ist je nach Batteriesystem sind dann vielleicht noch ein paar Lithium-Ionen in der Elektrode oder auch nicht. Und bei Teilzyklen, hatte ich glaube ich erklärt, beschränkt man sich eben auf einen Teil dieser zur Verfügung stehenden Kapazität. Je nach Anwendung ist es auch da wieder so, man kennt es vom Laptop oder vom Handy, da ist es so, dass die einfach mal leer gehen und dass man die voll lädt. Und man kennt es auch von älteren Laptops und Geräten, dass die tatsächlich deutlich an Kapazität verlieren. Wenn wir jetzt wieder zum Elektrofahrzeugbeispiel gehen oder auch zum Heimspeicher, dann ist dort auch schon eingerechnet, dass die Batterie nicht voll ausgeschöpft wird. Das heißt, ein Teil der Kapazität ist für die Nutzung gesperrt und damit erhöht sich die Zyklenfestigkeit sehr. Und beim Fahrzeug ist es in der Regel auch so, ich fahre das ja nicht auf Null. Das heißt, auch der Nutzer durch die Nutzungsart ist sozusagen der Depth of Discharge schon in der regulären Nutzung zumindest begrenzt und dadurch erhöht sich die Lebensdauer eben bei diesen Anwendungen. Das nächste Thema ist Sicherheit. Wir haben bei Lithium-Ionen-Batterien Materialien mit hohem Energiegehalten, haben teilweise hochentzündliche Elektrolyte, die müssen wasserfrei sein, das sind organische Materialien, die brennen. Es gibt teilweise, gerade wenn man ans Auto denkt, können äußere Einflüsse, Crash kommen, mechanische hohe Temperaturen, mechanische Deformationen. All das kann sicherheitskritische Situationen auslösen und das muss man natürlich berücksichtigen. Und Sicherheit ist daher auch ein zentrales Kriterium für die Zellen. Und ein technischer Defekt oder was vorkommen könnte, wäre die Überlagerung der Zellen, kann häufig vorkommen oder kommt häufig vor. Problematisch wird es, wenn eine unkontrollierte Erhitzung, wie auch immer die ausgelöst ist, kann ja auch sein, dass zum Beispiel bei der Produktion der Zelle irgendwo ein Fremdkörper in die Zelle geraten ist und den Separator durchbohrt und es zum Kurzschluss kommt von einer Zelle. Das kann passieren. Problematisch ist es eben, wenn eine unkontrollierte Erhitzung einer Zelle dazu führt, dass Nachbarzellen in so einem Battery Pack ebenfalls anfangen zu brennen oder unkontrolliert sich zu erhitzen und dann kommt es zum sogenannten Thermal Runaway mit Brand und schlimmstenfalls eine Explosion der Batterie. Passend dazu haben wir auch gleich wieder eine Frage. Wie kann denn ein brennender Lithium-Akku gelöscht werden? Das ist eine gute Frage. Man kennt ja vielleicht von Metallbränden, dass es schwierig ist. Manche sagen auch, man soll da das Wasser weglassen. Bei der Feuerwehr oder nach gängigem Stand ist es aber so, dass mit Wasser gelöscht wird, einfach um zu kühlen, um zu verhindern, dass es zu diesem Thermal Runaway kommt. Es ist tatsächlich die gängige Methode, da Wasser zu nehmen, wenn ein Fahrzeug brennt. Wenn man selber mit Batterien umgeht, zum Beispiel wenn man Konfektionierer ist oder dergleichen, dann ist es so, dass die in der Regel in ihren Lagern und in ihren Konfektionierhallen große Metallbehälter mit Sand und Kies haben, wo man dann die einzelnen Zellen oder eine Batterie einfach in so einen Eimer schmeißen kann. Da ist man dann schon relativ safe und natürlich kann man den dann auch noch
fluten oder irgendwie kontrolliert abbrennen lassen, zumindest mehr oder weniger. Ja, um die Sicherheit zu erhöhen, kann man natürlich einmal entsprechende Maßnahmen auf Zellebene ergreifen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, eben Polymer-Elektrolyte zu nehmen, statt flüssige Elektrolyte. Die können dann nicht austreten aus der Zelle, ist ein Vorteil, aber haben meistens auch Nachteile, dass sozusagen der Ionenfluss nicht ganz so schnell ist. Sie können Elektrodenmaterial nehmen, die sicher sind. Das Lithium-Eisenphosphat hatte ich vorhin schon herausgehoben. Das ist sehr sicher, weil es temperaturstabil bis über 300 Grad ist. Und das kann man dann immer mit einem guten Kühlsystem noch weiter weghören. Die gelten also als eigensicher, die brennen eigentlich nicht ab, haben aber den Nachteil, dass eben die Kapazität auch bezogen aufs Gewicht nicht so gut ist wie bei anderen Materialsystemen. Sie können flammenhemmende Additive in die Elektrolytlösung einbringen. Sie können Shutdown-Separatoren verwenden. Das sind Separatoren, die unter Wärmeeinwirkung sich einfach verschließen und damit den Ionentransport und damit den Stromfluss unterbrechen. Sie können Redox-Shuttle einbringen, das hilft einfach gegen eine Überladung, weil überschüssige Ladungen abgebaut werden. Shutdown-Additive, die setzen in der Regel Gase frei, wenn die Zelle überladen wird, und das kann man dann mit Sensoren auch wieder gut abfangen und schaltern. Sicherheitsventile sind eigentlich Standard in Zellen, die bei Überdruck sich öffnen, um Gas entweichen zu lassen, damit es eben nicht explodiert, sondern kontrolliert abweicht. Schalter, die den Widerstand erhöhen, wenn die Temperatur ansteigt. Überhaupt eine elektronische Überwachung bei Temperatur, Gas, Stromwerten, die irgendwie von der Norm abweichen, die dann die Batterie vom Fahrzeug abtrennen oder die Zellen abtrennen. Und Schmelzsicherung als ganz einfache Sicherung, was dann zu heiß wird im Stromkreislauf. Hast du wieder eine Frage? Ja, noch zur Sicherheit auch wieder. Wie sieht es denn zum Beispiel mit Hochwasser aus bei einem stationären Speicher im Keller? Okay. Sollte man da irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen treffen? Das ist eine gute Frage. Also die müssen so gebaut sein, dass es auf jeden Fall eine Sicherung gibt und das Ganze getrennt wird. Ansonsten glaube ich, dass Hochwasser schlecht für die Batterie sein wird, aber ich denke nicht, dass die Batterie abbrennt oder dass dergleichen passieren kann. Ja. Oder Kerstin, hast du denn eine andere Meinung dazu? Nee, wenn das Hochwasser dann sehr hoch ist, ist eh genug Wasser dort, dass da dann weiter nichts passieren sollte. Es ist natürlich immer so eine Sache, die Zellen sind an sich wasserempfindlich, aber mit genügend Wasser sollte da nichts passieren. Und du hast recht, durch eine Sicherung sollte da eine entsprechende Trennung erfolgen. Dann haben wir dann auch gleich noch eine andere Frage. Wenn wir jetzt haben wir schon beim Hochwasser, wenn so ein Auto oder ein Speicher bei sehr tiefen Temperaturen genutzt wird, wie ist denn da das Verhalten bei tiefen Umgebungstemperaturen? Ja, also beispielsweise kleiner 0 Grad ist jetzt hier so die Nachfrage. Also bei tiefen Temperaturen hat man meistens den Fall, dass die ganzen Widerstände höher sind, dass die Hochstromfähigkeit abnimmt, die Kapazität der Zelle abnimmt, also das Ganze nicht mehr ganz so gut funktioniert. Daher gibt es in der Regel bei Batterien einfach ein externes Thermomanagement, was dafür sorgt, dass wenn eine Batterie eingesetzt wird, wo man mit Temperaturen rechnen muss, die eben für die entsprechende Zellchemie nicht optimal sind, dass man dann natürlich kühlt, aber eben auch für solche Fälle heizen kann, also dass die Batterie tatsächlich geheizt wird. Das liegt immer an der Anwendung und liegt auch an der verwendeten Zellchemie, wie gut da das Thermomanagement sein muss. Problematisch ist auch nicht das Entladen, also das Nutzen des Stroms bei tiefen Temperaturen, sondern eher wieder das Laden bei niedrigen Temperaturen, was dann tatsächlich zu Zellschäden führen kann. Da muss man dann schon vorsichtig sein und sollte ein entsprechendes Batteriemanagementsystem haben. Cool. Dann mache ich an der Stelle mal weiter. Batteriemanagementsystem ist schon das richtige Stichwort. Also ich hatte Ihnen am Anfang, ja, der Einstieg ist ja erfolgt über so ein schematisches Bild einer Zelle.
Wenn man mehrere Zellen zusammenschaltet, hat man ein Modul. Wenn Sie sich vorhin an das Schaubild erinnern, ich glaube, da waren so Zellspannungen 3-4 Volt sind da drin für eine Zelle. Wenn man höhere Spannung braucht, muss man die Zellen einfach zusammenschalten. Mehrere zusammengeschaltete Zellen sind ein Modul und mehrere zusammengeschaltete Module sind eben ein Batteriesystem. Und dieses Batteriesystem umfasst eben ein Batteriemanagementsystem, das zur Steuerung und Überwachung der unterschiedlichen Zellen oder des Gesamtsystems dient. Da wird eben der Ladezustand überwacht, Ströme, Spannungen, Temperaturen werden überwacht. Es gibt ein Thermomanagement, das gesteuert wird. Es gibt eine Balancing-Funktion in manchen Batterien. Das heißt, herstellerbedingt sind einzelne Zellen eben, haben unterschiedliche Innenwiderstände, leicht unterschiedliche Kapazitäten. Und wenn Sie die Batterie laden, müssen Sie eben schauen, dass man das ausgleicht. Und dafür ist die Balancing-Funktion gut. Dann gibt es ein Kommunikationsmodul, was sozusagen nach außen kommuniziert auch, wie ist der Batteriezustand. Auch wenn man wieder ein Batteriefahrzeug nimmt, einfach mit den Fahrzeugsystemen kommuniziert. Und oftmals gibt es auch noch eine Fehlerprotokollierung und Fehlermanagement, damit man sieht, wenn was schiefgegangen ist, woran lag es denn. Neben dieser Elektronik, wichtig ist dann eben auch eine mechanische Kühlung, eine Kühlplatte kommt darum, ein mechanisches Gehäuse. Sie können sich jetzt auch für eine Zellchemie entscheiden, die nicht eigensicher ist. Dafür hausen Sie die Batterie eben gut ein, damit die möglichst crashsicher untergebracht ist. Sie können also Ihre Sicherheit sozusagen auch über das Batteriemanagementsystem und über Mechanik und Sensorik und natürlich auch so erhöhen. Das Bild, was ich von der Zelle gezeigt hatte, war natürlich nur schematisch. Hier sehen Sie mal unterschiedliche Bauformen. Wenn Sie jetzt mal hier als erstes diese Rundzelle sich anschauen, dann ist es so, dass man da nicht am einen Ende eine Elektrode hat und am anderen eine Elektrode, ein Aktivmaterial, sondern man hat eben verschiedene Folien. Da ist eine Kupferfolie, wo dann eben zum Beispiel Graphit aufgebracht ist, dann kommt eine Separatorfolie, dann wieder ein anderes Aktivmaterial. Und diese Folien kann man einfach, weil es Folien sind, gut aufrollen und daraus ergibt sich eben diese zylindrische Zelle. Das ist auch der Industriestandard, in dem Fall 18650. Das heißt, die Zelle hat einen Durchmesser von 18 mm und ist 650 mm, also 6,5 cm hoch. Das ist der Industriestandard, der wurde früher an Laptops verwendet, als sie noch dicker waren und dann immer mehr an Elektrogeräten, Akkuschraubern, elektrischen an Elektrofahrzeugen in einigen, also Tesla zum Beispiel als prominentes Beispiel, nutzt eben diesen Industriestandard, um günstig ein Batteriepack aufzubauen. Bei dieser Zelle ist es so, dass sie in der Mitte hohl ist. Wenn die sich temperaturbedingt, also die ganzen Schichten ein bisschen ausdehnen, kann die nach innen atmen. Man hat in der Regel dann auch das Überdruckventil da drin und eine Schmelzsicherung in dieser Zelle schon auf Zellebene integriert. Neben dieser Bauform gibt es eben noch prismatische Zellen, wird zum Beispiel von BMW verwendet. Die Zelle, die BMW in dem i3 verwendet, ist von FBD Motive entwickelt, einem ehemaligen Joint Venture von Bosch und Samsung. Da hat man eben auch ein starres Gehäuse und schaltet die nebeneinander. Und in dem Fall war es so, dass die prismatischen Zellen ein bisschen konkav sind, sodass, wenn die sich ausdehnen, da eben nichts passieren kann, dass sie auch ein bisschen Raum haben nach außen. Pouchzellen oder sogenannte Coffee-Bag-Zellen sind einfach in eine Aluminiumfolie eingeschweißt. Sie haben den Vorteil, dass sie eben sehr, sehr leicht sind, man sie auch gut stapeln kann, aber sind natürlich mechanisch nicht ganz so stabil. Wurde zum Beispiel von dem Daimler Evonik Joint Venture produziert, bis dieses eingestellt wurde. Aber wie gesagt, die Bauformen sind nicht so das Entscheidende, die Zellchemien sind eigentlich das Entscheidende. Hier habe ich mal eine Folie geklaut, ich glaube bei Bloomberg gab es das mal, das fand ich sehr, sehr spannend, wenn man ein bisschen in die Zukunft gucken will, wie wird sich die ganze Batteriethematik entwickeln. Das heißt ja ganz oft, die Elektroautos haben noch nicht die richtige Reichweite, sind noch zu teuer und.
Da lohnt der Blick in die Vergangenheit. Was man hier sieht, ist die Kapazitätsentwicklung dieses Industriestandards der 18650er Zellen. Aufgetragen über die Jahre ist die Kapazität, Amperestunden in dem Fall. Und wie man sieht, gibt es doch hier einen sehr starken, einen kontinuierlichen Zuwachs über die Jahre. Was nicht aufgezeigt ist, ist, dass zusätzlich über die gleiche Zeit der Preis noch stark gefallen ist. Also die Kapazität nimmt zu, der Preis nimmt ab. Und wenn man jetzt einfach sich anguckt und es noch ein bisschen extrapoliert, dann kann man sich mal ein bisschen damit rumspielen. Oder hier vielleicht noch der letzte Innovationsschritt, oder 2013 war der schon, da ist man von der Graphitanode bei Panasonic zu einer Siliziumverbindung. Und bei dem Graphit ist es so, dass sie ein Lithiumatom auf so 6 Kohlenstoffatome in der Regel einfach speichern können. Und bei dieser Siliziumverbindung ist es eben so, dass sie 15 Lithiumatome im Idealfall auf vier Atome dieser Siliziumverbindung speichern können. Ja, da haben sie ein viel besseres Verhältnis, entsprechend viel besser ist das Gewicht, also viel niedriger und entsprechend bei gleichem Volumen eine höhere Kapazität möglich. Also ein richtiger Innovationsschritt. In der Regel folgen auch so Innovationsschritte auch inkrementelle Verbesserungen. Das heißt, man optimiert die Schichtdicken und kriegt dann vielleicht noch irgendeine Entwicklung mehr in so eine Rundzelle rein. Und so entwickelt sich die Kapazität einfach über die Jahre weiter. Und wenn ich das jetzt mal extrapoliere aufs Jahr 2020, wenn es so weitergehen würde, dann wäre die nächste Reichweite von dem Tesla, der Tesla nutzt ja so Panasonic-Standardzellen, also entsprechend, wenn die gleich viele Zellen nutzen würden wie 2013, als wir angefangen haben, hier das Model S zu verkaufen, wären wir bei einer Reichweite von 778 Kilometer in diesem Netzzyklus. Also einfach mal rein extrapoliert. Und das alles bei einer einfachen Weiterentwicklung, bei inkrementellen Verbesserungen der Technologie, die man jetzt hat. Es sind natürlich auch ganz andere Chemien und innovativere Konzepte in der Diskussion, die noch einen richtigen Innovationssprung darstellen könnten. Und ich möchte da einfach zum Abschluss noch auf eine Sache hinweisen. Das ist Lithium-Luft, wird da ganz oft genannt. Da ist es so, dass das Lithium sozusagen an Lithiumperoxid gespeichert wird. 2 Lithiumatome auf 2 Sauerstoffatome. Man hat einen reinen Lithium-Metallableiter, irgendeine Elektrolyten und verbindet dann an der anderen Elektrode Lithium und Sauerstoff. Und diesen Sauerstoff muss man nicht unbedingt mitführen, den kann man aus der Luft gewinnen, muss allerdings dafür sorgen, dass irgendwie Feuchtigkeit und CO2 aus der Batterie fernbleiben, weil die das Lithium-Metall angreifen. Die theoretischen Limits wären 3500 Watt Stunden pro Kilogramm gravimetrisch. Das ist natürlich sehr viel höher. Wir haben vorhin, wenn Sie sich recht erinnern, an die Grafik, sowas wie bei Lithium-Ionen mit 250 Wattstunden pro Kilogramm sind wir da im Markt. Das heißt, hier ist ein deutliches Potenzial nach oben möglich. Es gibt auch Veröffentlichungen, da stehen die auch mit rund 10.000 Wattstunden drin. Die rechnen aber den Sauerstoff nicht mit, weil sie sagen, der kommt ja aus der Luft. Aber der Sauerstoff wird ja beim Entladevorgang in der Batterie gespeichert. Es entsteht beim Entladen Lithiumperoxid. Das heißt, eigentlich muss man den Sauerstoff schon mitrechnen, weil die Batterie einfach schwerer wird beim Entladen in dem Fall. Und korrekter müsste es Lithium-Sauerstoff-Batterie heißen. Also das wäre sozusagen das Limit, das ich sehe aufgrund dieser Technologie. Ich hatte eingangs dargelegt, Lithium ist eigentlich das optimale Material. Das wird uns auch in Zukunft begleiten. Wir haben aufgrund unterschiedlicher Anforderungen eben unterschiedliche Chemien, die das Lithium einbetten. Und da sozusagen das ultimative Limit, wenn man nicht grundsätzlich die Technologie wechseln will und auf Kondensatoren oder sowas umsteigen will, wäre dann die Lithium-Luft-Batterie. Wie gesagt, die 3500 Wattstunden pro Kilogramm sind sicher sehr theoretisch, weil da die ganzen, den
Filter, den wir unbedingt brauchen, um eben Wasser fernzuhalten und CO2 fernzuhalten, da natürlich nicht mit berücksichtigt haben. Und ein weiteres Problem ist, dass bei heutigen Laborsystemen eben die Lebensdauer sehr, sehr gering ist. Das heißt, wir haben einen hohen Kapazitätsverlust schon nach einigen wenigen Zyklen. Das heißt, hier muss man noch sehr viel tun. Wenn sowas kommt, sind allerdings auch Elektroautos mit vielen tausend Kilometern Reichweite denkbar. Und hier zum Schluss noch eine kleine Übersicht, die das ein bisschen so bei unterschiedlichen Zellchemien zusammenfasst, was wir gesagt haben. Hier ist eine Umwelteinwirkung noch mit Plus und Minus dargelegt. Da habe ich jetzt nicht drüber geredet. Im Grunde ist es so, dass Kobaltgewinnung eben sehr umweltschädlich ist. Deswegen sind die da mit einem Minus versehen. Sicherheit ist hier mit Minus und Plus und Null gekennzeichnet, um so verschiedene Chemien ein bisschen untereinander abzugrenzen. Wir haben die Spannung, wir haben die volumetrische Energiedichte, die gravimetrische Energiedichte, Ströme, Lebensdauerangaben und auch hier was zu den Kosten, wobei die Zahlen natürlich immer so im Fluss sind. Es gibt viele Entwicklungen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese Chemien eben mit unterschiedlichen Separatoren sozusagen zu verbinden. Deswegen nur so Pi mal Daumen, nur als Pi mal Daumenwert zu nehmen. Vielleicht ganz interessant, Tesla nutzt diese NCA-Chemie und wie Sie sehen, ist da eben die höchste Energiedichte sowohl volumetrisch als auch gravimetrisch möglich. Deswegen können die mit ihrem Produkt eben auch eine sehr hohe Reichweite und eine hohe Kapazität liefern. Das ist zum Beispiel mit einem LMO nicht so einfach möglich. Dafür ist es etwas sicherer. Und das LMO wird eben von BMW verwendet. Und als ich mal recherchiert habe, war das tatsächlich so, dass der BMW Battery Pack ungefähr die halbe gravimetrische Energiedichte von dem Tesla Pack hat. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist noch ein deutlicher Unterschied, aber alle Hersteller entwickeln und ich bin da ganz positiv gestimmt, dass die Technologie sich auch in den nächsten Jahren kontinuierlich weiterentwickeln wird und wir auch weiter sehen, dass die Preise, die Kosten runterkommen und insofern der Anwendung da nicht viel im Wege steht. Ja, wir haben hier nochmal passende Fragen dazu, wenn du vielleicht nochmal die Folie zurückgehen kannst. Woran wird denn heute am intensivsten geforscht, an welchen der Materialien? Beziehungsweise möglicherweise auch an welcher der Technologien? Das ist jetzt nicht ganz spezifisch hier die Frage. Okay. Also was sicher ein sehr aktives Forschungsfeld ist, ist, dass man den Elektrolyten möglichst nicht mehr haben will als flüssigen Elektrolyten. Also man macht viel mit Polymeren. Es gibt auch Forschung zu Feststoffbatterien. Man versucht natürlich, wie gesagt, eingangs erwähnt, möglichst viel Lithium in die Batterie zu packen. Es gibt Forschung, dass man doch irgendwie versucht, eine möglichst reine Lithium-Elektrode zu verwenden, aber dann irgendwelche Nanobeschichtungen da oben aufbringt, um Dendrite zu verhindern. Wo jetzt wirklich geldmäßig und aktivitätsmäßig das meiste Know-how reinfließt, kann ich nicht sagen. Klar ist, dass die Marktführer hier mit Panasonic zum Beispiel an den Chemien, die sie verkaufen, einmal kapazitätsoptimiert mit ihrer NCA-Chemie sicherlich weitermachen. Tesla baut die Gigafabrik in den USA, da wird man also an diesen Chemien, die man jetzt schon verwendet, einfach weiterentwickeln. Es gibt neben dann zukünftigen Ideen wie Lithium-Luft auch Lithium-Schwefel, was vielleicht etwas einfacher in der Umsetzung sein wird, woran geforscht wird. Aber jetzt wirklich zu sagen, das ist das, wo jetzt am meisten Geld reinfließt, kann ich im Moment nicht sagen. Ich weiß nur, die Problematik hier in Deutschland ist einfach, wir haben die Kurve gesehen vorhin, die Technologie entwickelt sich. Es ist schwierig, auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen, wo die Asiaten eben schon gut sind. Deswegen gibt es momentan keine Zellfertigung in Deutschland. Die Idee oder die Überlegung, die es immer mal wieder gibt, ist einfach die nächsten Schritte, die nächsten großen Innovationen, also sei es Lithium-Luft oder andere Schritte auf dem Weg dahin, dann hier in Deutschland zu etablieren. Ja, Lithium-Luft ist sicherlich auch einer der großen Trends, an denen geforscht wird. Da ist auch eine Frage hier dazu. Bin mir nicht sicher, ob du die beantworten kannst. Ich stelle sie jetzt mal dir. Im Zweifel antworte ich. Kann man Lithium-Luft auch geschlossen bauen? Das
Heißt ohne Luft von außen und ohne Membran. Ja, Sie können Lithium-Luft auch geschlossen bauen. Dann müssen Sie einfach Ihren Sauerstoff in einem geeigneten Sauerstoffbehälter oder in einer geeigneten Sauerstoffverbindung mitnehmen. Das geht. Lithium-Luft und damit eben der Sauerstoff aus der Luft ist deswegen eben so schön, weil man sich damit so einen schönen theoretischen Wert zurechtrechnen kann, der natürlich unschlagbar ist. Aber natürlich kann es genauso gut sein, dass sich da ein anderes System durchsetzt, wo man diesen Filter nicht braucht und den Sauerstoff einfach mitnimmt. Ja. Mir ist es bisher noch nicht bekannt, dass es tatsächlich ohne Membran schon funktioniert. Die Systeme, die ich kenne, sind alle mit Membran. Aber tatsächlich in der Forschung in der Regel meist mit Sauerstoff. Das heißt gar nicht mit der Umgebungsluft, sondern gezielt Sauerstoff eingeführt. Ja, es gibt hier noch eine Frage. Ich denke, da kommen wir nicht noch im Vortrag drauf. Deswegen stelle ich sie jetzt auch noch schnell im Anschluss. Wie sieht es denn mit dem Recycling von den Lithium-Batterien aus, wenn wir jetzt gerade schon mal bei den Materialien sind? Ja, das Recycling ist ein guter Punkt und natürlich auch zu einer richtigen Umweltbilanz gehört, dass man das mit berücksichtigt. Und das ist noch eine schwierige Sache. Also ist es so, dass jeder Inverkehrbringer einer Batterie muss diese zurücknehmen und recyceln und dafür aufkommen. Das Recycling funktioniert heute allerdings so, dass die Batterie, die Zellen einfach zermahlen, zerstört werden und dann bestimmte Materialien eben entsprechend aufbereitet werden. Das ist energieintensiv, kostet. Man forscht an da immer an besseren Möglichkeiten. Es ist so, dass die recycelt werden müssen, aber dass dieser Recyclingprozess nicht optimal ist. Es gibt alternative Überlegungen, dass vor einem Recycling eben Batterien, die jetzt nur noch 80% oder 70% ihrer Kapazität haben, eben für andere Anwendungen, wo man das eben noch benutzen kann, irgendwie Netzstabilisierung, irgendwelche stationären Speicher, dass man da Second-Life-Batterien nutzt. Dazu gibt es Studien, Überlegungen und eben auch noch ein Webinar. Das würde ich dann empfehlen vielleicht. Mein Kollege wird da wahrscheinlich auch ein bisschen näher noch auf den Recycling-Prozess eingehen. Da im Anschluss aber dann auch noch die Frage, kannst du etwas dazu sagen, wie es mit dem weltweiten Lithium-Vorkommen derzeit aussieht? Weil das ist dann ja auch ein Grund, das Recycling entsprechend zu intensivieren. Ja. Also momentan ist es so, dass beim Recycling, glaube ich, das wertvollste Material das Kobalt ist und dann irgendwann das Lithium. Bei den Lithiumvorkommen ist es meines Wissensstandes so, dass wir da sehr große Vorkommen gibt. Ich glaube, in Argentinien gibt es so Salzseen, wo sehr hohe Lithiumvorkommen drin sind, wo man die abbauen kann. Das Problem ist allerdings aktuell eher so, dass die Staaten diese Vorkommen schützen und eben selber ausbeuten wollen und ausländische große Konzerne davon abhalten wollen. Das heißt, momentan ist einfach der Prozess des Lithiumabbaus teilweise händisch mit Schaufeln im Lithiumsee sozusagen und damit nicht optimal, was die Kosten erhöht. Das heißt aber nicht, dass es zu wenig Lithium gibt. Also auch die Mobilitätswende ist meiner Meinung nach komplett mit den Lithiumvorkommen, die weltweit verfügbar sind, problemlos durchführbar. Also das ist kein Hindernis für den Umstieg auf Elektromobilität. Ich habe hier jetzt noch eine Frage. Ich denke fast, die würde auch morgen in das Webinar zu den Normen gut passen. Ich würde sie jetzt trotzdem gerne noch kurz ansprechen. Vielleicht hast du da auch noch Ideen zu. Welche Möglichkeiten gibt es, einen internen Kurzschluss bei Lithium-Ionen-Zellen und Batterien zu simulieren? Hier wurde noch ein Stichwort gegeben, der 3-Milliohm-Test im Explosionsschutz als Abnahmekriterium für eigensichere Zellen und Batterien. Wurde auch schon in einer IEC-Norm erwähnt. Aber hast du da Ideen, wie man so einen Kurzschluss, so einen inneren simulieren kann? Also da bist du wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner. Also was man ja kennt, ist sozusagen diese Nagelprobe, der Beschuss von Zellen mit einem Leiter. Das ist natürlich jetzt nicht gerade ein innerer Kurzschluss, sondern eher eine äußere Einwirkung. Es gibt auch die Möglichkeit, im Herstellungsprozess einfach, wenn man diese Folien aufwickelt, in Metallsplitter einzubringen und sozusagen so einen Kurzschluss zu provozieren einer Zelle. Aber das wird auch gemacht. Ansonsten, weiß ich nicht, hast du noch eine Idee?
Ja, also wir über diesen Propagationstest diskutieren wir auch sehr stark derzeit im Rahmen der Normung. Wir haben noch nicht so richtig die perfekte Idee, nenne ich es jetzt mal. Also es gibt da schon Möglichkeiten, das zu simulieren. Ich denke, das können wir morgen im Rahmen des morgigen Webinars vielleicht nochmal ansprechen. Schauen wir jetzt lieber noch ein bisschen auf die Zeit. Darfst du erstmal noch wieder weitermachen. Ja, ich bin jetzt auch am Ende. Vielleicht noch der Hinweis auf Quellen. Ich habe ein paar, wo ich so Grafiken rauskopiert habe, die Quellenangaben direkt auf den Folien gehabt. Ansonsten zu den Inhalten würde ich gerne auf das Compendium Lithium-Ionen-Batterien verweisen. Meine Kollegin hier und ich sind da Autoren und auch der Dritte im Bunde, der das letzte Webinar macht, ist ein Autor. Das sind viele Sachen, die ich heute gesagt habe, sind da nochmal drin zu den Kriterien und Grundlagen und eben auch Angaben zu Gesetzen, Normen, Transportvorschriften finden Sie hier zusammengefasst. Und das ist relativ knapp gehalten, aber es gibt eben in diesem Werk auch ganz viele Hinweise auf weiterführende Literatur. Und man kann es sich kostenfrei beim VDI downloaden. Ja, und damit wäre ich jetzt am Ende. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, auch für die Fragen und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Ja, vielen Dank, Moritz, für dieses wirklich informative und aufschlussreiche Webinar aus meiner Sicht. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können die erhaltenen Informationen weiter verwenden. Im Moment habe ich keine weiteren offenen Fragen. Sollten Sie noch akut Fragen haben, können Sie die gerne jetzt stellen. Dann werde ich da nochmal einen Blick drauf haben. Ansonsten können Sie die auch gerne im Nachgang an uns direkt richten oder auch an die Adresse dke-webinare@vde.com. Ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen. Da hatten wir eine kleine Diskussion am Rande im Rahmen der Fragen- und Antwortfunktion. Die habe ich gar nicht hier mündlich gestellt. Da ging es darum, ob man die maximale Ladetemperatur von Zellen, die liegt bei 45 Grad wohl vom Hersteller angegeben, ob es da irgendwie Intentionen gibt, dies auszuweiten oder ob es da noch Spielraum gibt nach oben. Das ist auch ein passendes Thema für morgen. Sie konnten ja auch hier als Teilnehmer die Antworten verfolgen. Ansonsten sind Sie herzlich eingeladen, dort morgen nochmal mit uns darüber zu diskutieren. Hier ist noch die Frage, ob die Präsentation versendet wird per E-Mail. Also grundsätzlich, wenn Sie uns direkt anfragen, können wir die Präsentation zur Verfügung stellen. Es ist nicht geplant, die Präsentation an sich zu versenden, sondern Ihnen wird im Nachgang ein Link mit der Aufzeichnung dieses Webinars zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, sollten Sie die Folien so wollen, dann bitten wir um eine extra Mail, dann können Sie auch die Folien, die Präsentation extra bekommen, unabhängig von diesem Video. Ja, wie erwähnt, würden wir uns freuen, wenn Sie dann in der abschließenden Umfrage zu diesem Webinar teilnehmen, sodass wir unsere Webinare auch verbessern können. Die Umfrage öffnet sich automatisch, wenn Sie das Event verlassen oder wenn wir das Event zentral dann beenden und schließen. Wie erwähnt, findet das nächste Webinar zum Thema auf die Anwendung kommt es an, Normungslandschaft von Batterien. Das heißt, die Normung wird diskutiert, das findet morgen statt, auch wieder um 16 Uhr. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Ich sehe jetzt hier keine offenen Fragen mehr, daher möchte ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Tag, einen schönen Abend. Auf Wiederhören.